Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF Match Map. Ich hoffe, dass wir heute die goldene Kistenproduktion hier richtig in Gang kriegen. Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Das ist richtig. Ja. Moin moin, liebe Leute, seid auch von mir gegrüßt. Schön, dass ihr reinschaltet. Der Holger hat die Eröffnung gemacht und große Ansagen. Jetzt müssen wir Taten folgen lassen. Vorbereitungen sind getroffen. Das stimmt. Wir müssen auch wieder ein bisschen spulen, damit wir auch so weit kommen, dass die Brücken öffnen und wir auch Paletten einkaufen können und Paletten im Match-Map-Zielbereich fahren können. Mal gucken, ob wir es noch schaffen in der heutigen Folge. Oder, ja. Wie Holger schon sagt, Vorbereitungen sind getroffen. Schon Geld ist da. Es lohnt sich auch nicht für eine Palette zu fahren. Das ist nicht so häufig. Vor allen Dingen fehlt die Zeit. Ja, in der Zwischenzeit kannst du auch eine Mission oder zumindest irgendwas machen. Traktor über was ab. Alex, wie voll bist du? Trinkt sie? Nein. Gibt kein Alkohol. Oh, ich dachte, wegen der Fahrweise. Dani. Was? Husten. Ja. Ich komm schon. So, wir haben ja, sind ja mitten in der Nacht unterwegs, mal 30, aber es dauert also nicht mehr so lange, wird es wieder hell. Dann kann man auch wieder ein bisschen mehr sehen. Mit dem riesen Schwader unterwegs und dann gebe ich mal das Wort weiter an das Mädelsteam. Was macht ihr Schönes? Auch wir sind am Dreschen. Dreschen. Trockenes Wetter haben wir schon wieder relativ lang. Das ist auch gut so, ich habe ein großes Feld zu dreschen. Du auch, Holger? Oh ja. Oder die? Ja, 67, ja. Okay. Irgendwie in der Mitte unterwegs. Mit Körnermais und kleinem Schneidwerk, oder? Nee. Hey. Sondern, was gibt's da Schönes? Leider Gerste zu dreschen. Viel ja, Ertrag. Das stimmt, das ist auch Abfahr. Viel Abfahren. Also Soja hätte mir besser gefallen, oder Raps? Ja. Glaube ich dir aufs Wort. Hätte auch zwar eine Mission nehmen können bei mir auf der Insel zum Dreschen, aber hätte ich dann genauso in Westen fahren müssen zum Abgeben. Ja, das ist aber weit. Jetzt in der Ecke, wir sonst hinfahren. Wir müssen auch schon eine LKW holen. Das ist nachher echt wieder praktisch mit zwei Beinpressen nebeneinander im Hin- und Herrennen. Alle wieder hochkonzentriert am Arbeiten hier. Ja. Wie immer. Sonst, ne? Ja. Nix. Wallasam muss ja auch wieder für zwei arbeiten. Holger auch. Häng ab, ich bring dir gleich wieder einen Trecker. Ja. Ich habe mich jetzt ja nach langem Hin und Her tatsächlich in meinem Single-Let's-Play nochmal dazu entschieden, doch Feld 42 zu kaufen, ne? Habe ich, glaube ich. Das hat seine andere jetzt schon gesehen. Ja, heute oder nicht? Genau, also es ist ja die Samstagnachmittagsfolge gewesen, jetzt ist ja Dienstag schon sozusagen.
Also für uns spoilerst du jetzt. Genau. Nee, Verfolger. Ja gut, wenn ihr es nicht, wenn ihr es noch nicht gesehen habt heute, dann ja. Nee, also, heute noch nicht. Feld 42 wird gekauft. Und angefangen zu flügen, würde ich sagen. Ja, läuft gut mit dem einen Großen und dem anderen. Alles tatsächlich mal ohne Kursplay oder so. Also, bei dem Flug bin ich auch mal so hinhergerissen. Also ich denke mal, das kann der Standardhelfer, glaube ich, besser. Ja, irgendwie schon. Also er kann es auf jeden Fall, sagen wir mal so. Man muss natürlich einmal ein bisschen, kurz einmal sehr vorgewendet, selber noch hin sozusagen ist, erledigen, aber... Ist klar, das müsste mein Standardhelfer immer machen, das Vorgewende. Ja, gerne. Aber das ist, finde ich, dann auch so Sachen, man kann auch noch ein bisschen selber machen, ne? Man macht mittlerweile schon relativ wenig, man managt ja doch sehr, sehr viel. Schickt los von A nach B. Sieht gar nichts mehr von der Landschaft. War ja immer noch den Palettenwagen eigentlich selbst. Wo man den auch schicken könnte. Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, das Feld muss bearbeitet sein und angesät sein vor Sonnenuntergang. Muss gepflügt werden, muss gekalkt werden und natürlich angepflanzt werden. Bei Zeit 5 willst du die so lassen oder 1? Nee, bleibt so die Zeit mal 5. Schaffst du nicht. Ordentliches Programm. Geht nicht, schaffst du nicht. Programm. Na, geht schon, wenn man genug Fahrzeuge dahin bringt. Ach, Mist. Ich habe jetzt auch mit diesem Doppelgespann, ne, mit dem Therion und dem 18 Meter Flug ist das, glaube ich, oder wie groß ist das? 18 Meter? Trifft da 18? Ja, muss ja 18 Meter sein, ne? Und diesem, und der, dem blauen, wie heißt der? Ich hab da. Ne, ja, der 16 Meter Flug, ne? Die machen schon Meters. Aber Kalkstreuer wird einer nicht reichen, muss jetzt zwischenfahren. Mhm. Das stimmt. Da geht mehr Kalk drauf. Die Maschine reicht, glaube ich, auch eine nicht. Je nachdem, was drauf kommt. Ja, genau. Das, die sind nicht so krass im Verbrauch, finde ich. Das sind doch, sind das die, die du gemacht hattest mal? Das kommt jetzt. Nee, du hast, glaube ich, auch Standard, oder? Nee, das sind hier die Multifruit-Dinger. Ja gut, der Verbrauch ist aber so wie bei der Standard. Okay. Was kommt da noch rauf? Weizen kommt da rauf. Ja, wird, glaube ich, auch nicht reichen. Gut, wenn du mit zwei Sämaschinen hinfährst, klar, reicht das dann? Ja. Und alles kommt raus aus der Halle, so ungefähr, was da ist. Groß Einsatz. Um das Feld noch ready zu kriegen. Shelly mit der Beinpresse unterwegs. Du hast wieder einen Trecker. Sehr gütig. Ja, der Rest ist wieder von der Brücke blockiert. Ja. Wieder Brückenparking. Ja. Landgebühr sollten wir dann auch noch gleich machen. Neben der Maut. Parkgebühr, genau. Nur vorgewiesene, nur in ausgewiesenen Parkplätzen. Vielleicht sollte ich noch eine Parkbucht auf der Brücke bauen. Nothaltebucht. Genau. Wäre auf jeden Fall Hochkonjunktur. Definitiv. Das sieht ja immer jemand irgendwo. Bei uns der Düngerstreuer jetzt. Aber diese Folge wird schwierig mit goldenen Paletten. Oder hast du da schon was vorbereitet? Ich? Nee. Oh, dass mal wieder hier die Brücke öffnet. Oh, Autosave.
Nicht gut für Ballen. So. Salazar, kommst du zurecht? Ja. Hast dich schon gewöhnt daran, alleine zu arbeiten? No. Ja. Leider. Gut, aber Real Life geht vor. Punkt. Nützt ja nix. Oder nicht? Ja, sorry, nützt ja nix. Wenn man so kaputt ist sozusagen, wenn man nur noch zu Hause ist und nur noch ins Bett fällt, kann nichts machen. Ein Dauerzustand bei ihm gerade. Ja, wenn man nicht mehr Zeit findet zum Zocken. Wenn man einmal in der Woche da ist, ist es viel. Ja. Für 5 Minuten. Ja, genau, dann ist es viel für 5 Minuten. Und den kriegst du schon mit, wie er während des Redens eigentlich schon anfängt zu schnarchen. Genau. Ja, das hat ein wenig Zweck, ne? Das ist klar. Ich glaube, nach der Lona-Challenge kann ich auch keine Grasballen hier mehr sehen. Ich freue mich, dass ich das im Single-Let's Play schön alles mit dem Big M und Cosplay. Okay, ne, ich glaube, ich fahre extra, damit der Big M abhauen kann. Der wird sonst so doll gebremst. Dann würde ich eher nachher 2 Ballen pressen im Einsatz haben. Also, oder vielleicht noch einen zweiten Big M kaufen, muss ich mal gucken. Da ist es bei dir im Single-Play ja wieder einfach, da hast du ein Cosplay. Genau. Und dann fahren die Ballen schon da, wo der Big M gewesen ist. Ja, dann kannst du. Also es muss nur noch irgendwo hinfahren, denn, um die abzugeben. Und Holger hat ja auch Mais. Erzähl doch mal ein bisschen was über die Maishäcksel Autodrive-Geschichten, wenn du. Da hast du doch auch irgendwas gemacht, ne? Ja, das funktioniert mit Autodrive auch sehr gut, weil du brauchst ja bloß den Fahrer einstellen als Abfahrer wie bei einem Drescher und er erkennt, dass er einen Häcksler abzutanken hat. Nochmal für nicht 100%, das geht zu schnell für nicht hier Autodrive-Experten, also sprich, ich bin nur Anwender. Ja, du machst ganz normal einen Cosplay-Kurs mit einem Häcksler, wie du sonst auch machen würdest. Ja. Und dann nimmst du einen Abfahrer und stellst den ganz normal ein auf Drescher abtanken. Mhm. Der Autodrive-Fahrer erkennt, dass es ein Häcksler ist, dass es kein Drescher ist. Und fährt dann automatisch, siehst du schön im Menü, er fährt rechts daneben, links daneben oder er folgten, wenn rechts oder links kein Platz ist. Das ist auch praktisch. Das Einzige, was man vielleicht korrigieren müsste, ist der Häckslerabstand, den es ja direkt jetzt als Eintrag gibt im Autodrive-Menü dann. Es steht auch Häckslerabstand oder steht da Rohrabstand oder was steht da? Häckslerabstand. Okay. Und wo, aber abgeben kannst du es ja dann nur in Abgebepunkte oder auch in Silos. Fermenter. Ja. Fermenter oder na doch, Durchfahrtssilo geht auch. Wenn du dir einen Autodrive-Kurs machst, durch ein Durchfahrtssilo und am Ende des Silos einen Abkipppunkt setzt, erkennt Autodrive das Silo und kippt von vorne bis hinten ab, bis hinten leer dann. Ach so, er macht nicht mal einen Haufen, sondern er verteilt. Nein, über die Länge kippt es ab. Funktioniert. Also bei dem Doppelsilo, was du hast, das große Doppelsilo, Durchfahrtssilo, kriegst du so ungefähr 2,5 Millionen rein, dann wird es kritisch. Ja, dann kommt er nicht mehr darüber oder was auch immer. Ja. Aber dann habe ich, ich habe dann aber 5
verschiedene Spuren durch Silo, die alle in einen Ordner gepackt und den Fahrer so eingestellt, dass er an mehreren Zielen abgibt, dann fängt er wirklich immer an, von rechts nach links das Silo voll zu kippen. Also ja, ich muss es bei sozusagen mehrere Ziele einstellen und das Silo hat einen eigenen Ordner dann. Jetzt ja wieder wahrscheinlich so machen müssen, dass ich den irgendwie stoppe vor den Keilsilos und dann rückwärts wieder rein von abkipp. Musst du nicht stoppen. Wenn du den Autodreifahrer einen Punkt gibst, zum Beispiel BGA Nord, Einfahrt von mir aus, dann würde er dorthin fahren, wenn er voll ist, und würde stehen bleiben. Da fährt er nicht weiter mit vollem Hänger. Nee, okay. Ich kann ihn mir schnappen, leer machen und. Genau. Nimmst einen raus, einen Autodreifahrer, kippst selber aus und stellst ihn einfach wieder auf die Spur und er holt den nächsten Hänger. Ja, so ähnlich wie ich das da gemacht hatte eigentlich letztes Mal schon bei mir. Ja, aber da ist es ja noch so gewesen, der Autodreifahrer ist ja weitergefahren am Zielpunkt, wenn er mit vollen Hänger gekommen ist. Jetzt wartet er. Achso, stimmt. Ich habe ja immer eine Blockade hingestellt, damit er nicht weiter fährt. Stimmt. Und jetzt ist es so, dass er mit vollen Hänger warten tut. Also das geht schon gut, ne? Also es ist natürlich, wenn du es Vorgewende machst und der Autodreifahrer will den Drescher immer folgen, das ist so ein bisschen, ja, er prüft eben sehr oft, ob er daneben fahren kann, was nicht funktioniert. Das geht dann schon relativ langsam vorwärts, aber er wird voll und es funktioniert auf jeden Fall. Okay. Ja, es wird noch ein paar Wochen dauern, bis mein Mais wieder erntereif ist, ja noch nicht mal gekeimt. Aber wenn das dann mal wieder soweit ist, wo man ja auch grün häckseln könnte, so, ne? Da eigentlich auch gehen. Also Gras zum Beispiel mit diesem Schneidwerk da für die Häcksler, mit dieses Gras-Schneidwerk. Ja, selbst ein Schwatt kannst du häckseln, hast du auch einen Crossplay-Kurs. Ja, genau, stimmt. Obwohl mir da welche geschrieben haben, das habe ich selber nicht ausprobiert, dass das angeblich nicht so gut gehen würde. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil der Häcksler fährt ja auch bloß eine Cosplay-Strecke ab. Genau, so oder so fährt er Cosplay-Strecke ab. Ja, mal gucken, also sind ja genug Felder. Der erste Grasschnitt bei mir steht bald an. Ich weiß noch, mal gucken, vielleicht mache ich von allem etwas. Genug Grasfelder sind ja dann am Start. Ich dachte, du kannst kein Gras mehr sehen. Da muss ja, die Tiere müssen ja versorgt werden. Nur ich sag ja, da kann ich ja alles mit Autodrive und Cosplay machen. Hier muss ich alles manuell selber fahren. Das ist aber ein riesiger Unterschied. Ja, ja, wenn die Teams nicht vollständig sind, dann ja. Ja, jetzt sind wir ja vollständig, aber wir haben zum Beispiel keinen Helfer. Ne? Da muss ich auch selber schwaden oder selber mähen. Das machst du ja im Singlespiel, lässt du ja alles machen. So, schade, ist fertig auf jeden Fall. War nicht mehr lange, dann geht die Brücke hoch, dann muss der Düngerstreuer mal zum anderen Feld. Spaner weg. Eine zweite Beinpresse haben für ein bisschen mehr Action. Soll ich das dann machen und du sammelst? Weiter pressen? Möchtest du weiter pressen? Oder gleich den Düngerstreuer rüberbringen? Ein anderes Feld. Und das mache ich dann lieber, dann ist es oft aber so viel.
Werke gefahren. So, was hattest du? Die Mähwerke in die Halle gefahren. Oh, wirklich. Das sind Deutsch, ne? Wäre das Fahrzeug, was theoretisch Palettenfahrer haben könnte. Das hört sich ja nicht gut an. Matze! Alex. Nee, das war Matze im Hintergrund. Quatsch. Alex ist hochkonzentriert beim Dreschen. Genau. Mhm. Die Abgabe ist bei uns auf, dem, auf der Insel. Ach, alles klar. Der blinkende Punkt. Und den Rest habe ich auch fast erledigt. Gut. Geld rein. Mhm. Habt ihr denn schon alle Ostergeschenke? Nö, nee, also wir brauchen natürlich auch keine. Ich meine für uns, ne, für den kleinen Zauber. Und sein erstes eigenes Portemonnaie kriegt er. Was kriegt er? Ein kleines Portemonnaie, ein Kinderportemonnaie. Für Geld, Geldbörse, wie auch immer. Für sein erstes Taschengeld, oder? Ja, so ungefähr. Und nicht, dass wir da jetzt. Ja, weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken, ob wir da jetzt tatsächlich schon regelmäßig wöchentlich was draus machen und da irgendeine Kleinigkeit. Ich meine, früh übt sich so ungefähr, aber wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich kriegt er mal hier eine Kleinigkeit oder da mal eine Kleinigkeit, wenn er dann irgendwie was Tolles gemacht hat, gehört hat. Keine Ahnung. Er redet nur immer von dem Geld, bevor er sozusagen ein Geld. Wir haben es für die Patenkinder auch schon alles. Die sagt gerade von der Seite so, dass die Omas da immer schön was reintun können. Das ist so ein Umhänge-Portemonnaie, oder? So ein kleines mit so einem Klettverschluss. So ein Brustbeutel. Ja, so ungefähr. Oh, da werden alte Erinnerungen wach. Oh ja. Schön mit Klettverschluss. Klack. Und aufreißenden und. Ich hatte so einen Regenbogenfarben mit schwarzen Punkten drauf. Oder Blasen. Ich hatte eine Grotte, die hat immer 5 Mark damals, wenn wir bei ihr waren, mir in die Hand gegeben. Hat immer gesagt, für einen Schulranzen. Den halben hat's gegeben. Auch nicht schlecht. Aber labert ja auch mit 5 Mark. Eiermann, kannst du den Düngerstrahl rüberbringen? Da war ich noch ganz klein. Mach ich die Ball. Ja. Konnte mich trotzdem dran erinnern. Gutes Gedächtnis. Hat sich eingeprägt. Ja. 5 Mark war ja auch richtig viel Geld. Seit oh ja. Kannst du noch was mit anfangen? Damals. Im Vergleich zu heute schon. Im letzten Jahrtausend. Alex, der größere Traktor ist wieder auf dem Hof. Mal gucken, wir haben noch einen Auftrag. Ich weiß nicht mehr genau. Sprich, wenn du den Hänger weggebracht hast, kannst du dir den holen. Mach ich. Da guckst du es erstmal. Ist wahrscheinlich sinnvoller. Denk's auch.
kannst überall auffüllen. Wenn du in der Nähe von irgendeinem anderen Hof bist, kannst du ruhig bis auf 10.000 oder sowas auffüllen. Hier muss auf jeden Fall sein, hier an diesem Ingame-Tag dieses Feld fertig zu kriegen. Das bringt eine ganz gute Bezahlung und dürfen auch ein paar Beine übrig bleiben. Und schon jemand Silagebeine heute verkauft? Im größeren Stil? Nö. Wenn er nur klammheimlich. Irgendwo den Preis in den Keller gedrückt. Doppelt eingesammelten. Preise sind momentan sehr schlecht für Silagen. Das habe ich. Also ich hatte mal irgendwann gesehen im Stream 330 oder so. 336, ja. Aber jetzt ist es ja bloß bei 200 und. Mal ein bisschen mehr. Man muss ein paar Meters machen hier. Aber mal eine Frage an euch. Wenn ihr Paletten transportiert mit den Paletten, Aufrieger und die Plane zu habt, verschwinden dann bei euch beim Laderuckler dann auch die Paletten trotzdem? Wäre sehr kostspielig. Ist mir nämlich schon zweimal passiert bei mir auf dem Server. Dann waren sie weg oder wie? Ja, die sind irgendwo auf der Map verteilt. 3 habe ich gefunden von 80. Das ist ein herber Verlust. Ja. Transportversicherung. Vor allem, es waren Pellets. Ja, das geht ja auch. Es ist Hummer gewesen, ja, oder Krabben. Ja, aber wenn du es dir überlegst, machst die Plane extra zu, dass sie eigentlich halten, wenn der Laderuckler kommt. Ja, nee, von wem? Fahrzeug war mit Autodrive unterwegs, von A nach B. Okay. Ich sag ja, ich fahre ja meistens aktuell selber die Paletten durch die Gegend. Das war eine der ersten Touren, die ich gemacht habe mit Autodrive. Nicht genau sagen. Hattest du das schon gehört? Nee. Salazar? Na gut, ich sag mal, so viel Server spiele ich ja nicht. Also, sag so rum. Ich mach die Plane nicht zu, wenn ich Paletten fahre. Ne? Aber so verschwinden tun sie nicht. Sie liegen am Ort und Stelle. Oder Speicherleck. Nee, Speicherleck, das Fahrzeug, der LKW ist mit einem Planaufflieger, mit Autodrive unterwegs, hat die Paletten hinten drauf, Laderuckler, Paletten lösen sich und sind weg, obwohl die Plane zu ist. Und dann versuchen wir rauszukriegen, wo. Ja, Strecke abfahren. Also wie gesagt, bei mir liegen sie dann immer ungefähr an der Stelle, wo ein bisschen die mehr, aber weißt du. Ja, ich hab's erst gemerkt, als er mir sagte, der Fahrer ist am Ziel angekommen. Ja, aber jetzt. Man weiß ja ungefähr, wie man da hinfällt. Erklär das jetzt mal Autodrive. Voll machen oder so. Bei mir völlig sinnfrei über die Karte. Ich weiß nicht warum. Bei mir aber wiederholbar.
Hm. Das heißt, wenn man einmal mitgekriegt hat, wie er von A nach B fährt, dann fährt er eigentlich jedes Mal so. Hm. Muss ich mal gucken. Ja, klar. Habe ich auch schon gehabt im Single. Wenn du dazwischendurch mal speicherst, dann habe ich ihn auch schon mal losgeschickt, wieder mit Autoload an. Er stand dann wieder am Ziel und hatte seine Paletten wieder gefunden. Oder ich habe mich reingesetzt, bin mitgefahren dann, weil die fliegen in irgendeiner Kurve runter dann. Ja. Ja, dann werde ich das wohl mal machen müssen. Aber Spanngurte anbringt da wirklich nur was, wenn sie lose drauf sind. Also ja. Ja, aber das ist zweitens, dann verdammt träge in der Kurve. Ich hatte ja, ich nicht mehr fahrbar. Ich wollte gerade sagen, ich hatte. Machst die Spanngurte ran und dann kannst du den Auto hoch wieder anwerfen. Dann meinst du, hält er das? Das müsste ja dann halten, weil dann die Spanngurte ja so sitzen, wie sie mit der Ladung sitzen. Ja, okay, das könnte sein. Da hast du nicht die Blockade. Aber in dem Moment, also wenn du das auch mit einer Palette Steine machst, in dem Moment, wo der Lade. Wo gespeichert wird, fährt der LKW nicht mehr weiter. Hm. Ja, stimmt. Steine sind schwer, Zement auch. Hatte ich nämlich heute auch eine volle Ladung mit roten Steinen und Zement. Hatte ich ja auch verkauft, doch, um Feld 42 kaufen zu können. Das war schon echt schwer. Wenn der abgeladen Zustand ist, dann siehst du schon, wie die Räder, wie fast der ganze Trailer im Boden versinkt vor Gewicht, so ungefähr. Da muss ich steigen. Ja, aber auch wenn er dann nicht weiterfährt, aber die Paletten bleiben auf dem Trailer. Das ist richtig, ja. Also laut meiner Aufnahmeuhr sind wir bei 32 Minuten. Die läuft richtig. Ich glaube, du hast angefangen. Ja. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Am Donnerstag geht es ja weiter. Ich hoffe, dass es dann Paletten gibt. Also bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.